Wenn wir das erste Prozessmodell, die erste Version jetzt vorliegen haben, können wir in die Validierung und Optimierung des Prozesses gehen. Es mag sein, dass man, so wie ich es vorher beschrieben habe, noch schon bereits weiß, dass vielleicht der Prozess in der Repräsentation noch Lücken hat, die man vielleicht während der Validierung aufdecken möchte. Es kann auch sein, dass man das Gefühl hat, okay, man hat einen Prozess schon umfassend beschrieben, muss aber dann trotzdem noch nachschauen, ob er tatsächlich praxistauglich ist und die Realität abbildet. Kommt jetzt wieder darauf an, ob wir in der Ist- oder in der Soll-Modellierung sind. Wäre man in der Ist-Modellierung, würde man jetzt nachschauen, ist das das, was wir auch in der täglichen Praxis so erleben? Wäre man in der Soll-Modellierung, würde man nachschauen, haben wir das Gefühl, dass dieser Prozess, so wie er jetzt modelliert ist, in der Praxis umsetzbar wäre. Bedeutet auch, dass man drauf schaut, ob vielleicht irgendwelche Informationen fehlen, ob irgendwelche Schritte fehlen, ob irgendwelche Eventualitäten nicht abgebildet sind, ob irgendwelche Prozessalternativen nicht abgebildet sind, ob der Prozess zu starr einschränkt in der Prozessausführung und irgendwelche Ausnahmen, die manchmal vielleicht auftreten könnten, nicht abdeckt, sodass man dann erst recht wieder Workarounds brauchen würde. All das sollte man während der Validierung aufdecken. Während die Optimierung jetzt in der begrifflichen Abgrenzung dann versucht, einen Prozess, der bereits vollständig abgebildet ist, dessen Eigenschaften, dessen Aufbau auch so in Ordnung gehen für alle Prozessbeteiligten, für alle Stakeholder, noch weiter zu optimieren, das heißt effizienter zu machen. Von der Begrifflichkeit vielleicht nochmal abgegrenzt, die Effektivität ist Gegenstand der Validierung, also erreichen wir die Effekte, die wir erreichen wollen. Die Effizienz ist dann Gegenstand der Optimierung, also erreichen wir die Ziele nicht nur effektiv, sondern auch mit sparsamen Ressourceneinsatz. Wie kann sowas jetzt ausschauen? Sind es im Wesentlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Solche Qualitätssicherungsmaßnahmen können auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Wenn wir uns anschauen, was alles schiefgehen kann bei der Prozessmodellierung, dann beginnt es schon dabei, dass die Sprache korrekt eingesetzt wird, die Modellierungssprache, das heißt die Syntax des Modells im Sinne der Sprache auch korrekt ist. Wenn man einen Schritt weiter nach oben geht und dann wirklich schon auf die Inhalte des Modells schaut, dann sind wir sehr schnell bei der, Verzeihung, bei der Konsistenzsicherung. Die Konsistenzsicherung versucht auch zwischen Prozessmodellen abzustimmen, die Nomenklatur einheitlich zu halten und zu schauen, dass das die Qualitätsaspekte des Modells eingehalten werden. Das ist was, was man auf Basis von Checklisten zum Beispiel machen kann. Wir sehen das dann gleich noch einmal. Die Validierung, das heißt, dass Durchspielen des Prozesses hinsichtlich seiner Effektivität und Praxistauglichkeit ist ein Schritt, den man dann sehr oft auch interaktiv löst. Das heißt, entweder in einem Workshop-Setting oder Werkzeug unterstützt den Prozess tatsächlich verteilt durchspielt und schaut, wird das in der Praxis so funktionieren. Ein Optimierungswerkzeug ist dann die Simulation. Bei der Simulation geht es nicht darum, dass Menschen den Prozess durchspielen, sondern dass er vom Rechner mit Hilfe mathematischer Modelle ausgeführt wird und dass man versucht, mit Algorithmen zu identifizieren, wo denn unter Umständen Probleme auftreten können, dass man den Prozess formal prüft, ob es Deadlocks geben kann, also ob der Prozess hängen bleiben kann, beziehungsweise statistisch anhand statistischer Verteilungen von mit Zufallsvariablen den Prozess durchspielt und oder durchlaufen lässt, simulieren lässt. Und versucht herauszufinden, ob es an irgendwelchen Stellen zu Ressourcenengpässen kommen könnte. Das alles hilft dann dabei, die Effizienz zu steigern. Da geht es dann auch schon Richtung der organisationalen und technischen Einbettung des Modells. Das ist also da, wenn es Richtung Simulation geht, auf jeden Fall schon implizit hinterlegt, welche Ressourcen wir dann auch in der Praxis zur Verfügung hätten. Genau. Hab's schon erwähnt, jetzt quasi noch einmal im bisschen größeren Detail. Die manuelle Prozessvalidierung, das wären also die Checklisten, die wir im Sinne eines Testplans zugrunde legen können und anhand derer wir ein Prozessmodell validieren können. Das heißt, wir schauen, ob das Prozessmodell, die Prozessdokumentation unseren Ansprüchen an die Qualität genügt. Das kann sein, wie konkret muss es sein,
Wird bestimmtes Vokabular verwendet? Das kann sein, sind schon konkrete Personen hinterlegt in der Prozessmodellierung oder nicht? Bleibt es auf abstrakter Ebene? Wir haben da ein paar Leitfragen. Nochmal, unterstützt der Prozess tatsächlich die Ziele des Unternehmens? Sind die Prozessziele explizit definiert? Ist die der Wertschöpfungsbeitrag, das Risiko definiert? Gibt es einen Prozessverantwortlichen, eine Prozessverantwortliche? Sind deren oder dessen Befugnisse festgelegt? Haben wir Kennzahlen definiert, anhand der wir erkennen können, ob der Prozess sein Ziel erreicht hat? Ist klar, wie wir diese Messwerte, diese Kennzahlen erfassen würden, also die Messverfahren, sind die gleich und sind die Zielwerte für die Kennzahlen auch festgelegt? Das könnten so Beispiele sein. Wir haben da noch ein paar weitere, ohne dass wir die jetzt im Detail durchgehen, sehen wir. Das ist was, was man ausschließlich auf Basis der Prozessbeschreibung checken kann. Das heißt, es kann sowas wie eine Qualitätssicherung, ein Qualitätsmanagement geben, dass diese Checkliste, diese Leitfragen durchgehen kann und versuchen kann herauszufinden, ist das alles definiert und gegebenenfalls dann das nicht selbst beantworten, sondern vielleicht mit den Fachexperten abstimmen, die Fachexperten vielleicht selbst, den Fachexperten selbst diese Fragen vorlegen und gegebenenfalls, wenn es zu weit auseinanderläuft, dann nochmal Einzelgespräche oder Workshops zu führen, die dann zur Klärung führen sollen. Das ist tatsächlich relativ straightforward. Man sieht, das kann durchaus komplex sein. Dort, wo ein systematisches Geschäftsprozessmanagement etabliert ist, kann so ein eine Fragelisten bis zu 100 Fragen locker mal auch umfassen. Die Frage ist dann immer noch, welche Overhead entsteht im Geschäftsprozessmanagement. Aber für wichtige Prozesse ist es tatsächlich mit Sicherheit gerechtfertigt, da diesen Aufwand zu treiben. Man treibt ihn ja nicht ständig, man treibt ihn immer während der Prozessüberarbeitung und der Prozess ist ja dadurch gekennzeichnet, dass er eine gewisse Stabilität haben sollte und dann dementsprechend auch die organisationalen Abläufe eine Zeit lang prägt. Dementsprechend ist der Aufwand es üblicherweise schon wert, da wirklich den Prozess ordentlich zu validieren. Diese Walkthroughs und die Rollenspiele, die hier erwähnt sind, das ist beides. Diese interaktive Validierung, der Unterschied ist, also die interaktive Validierung, wo man den Prozess durchspielt, der Unterschied ist, dass man bei einem Walkthrough moderiert am Prozessmodell selbst arbeitet und durch das durchdiskutiert und schaut, stimmt das mit allen Prozessbeteiligten? Etwas lebendiger wird es üblicherweise bei einem Rollenspiel, weil die Leute dann da wirklich in die einzelnen Prozessrollen reinschlüpfen, das durchspielen und man dann auch sowas wie Laufzeitverhalten, Entscheidungswege, Entscheidungszeiten mit abprüfen kann, die beim Walkthrough verloren gehen würden. Üblicherweise würde man wahrscheinlich beides ein Stück weit machen. Man würde einen Walkthrough machen, um erste Lücken zu identifizieren und bevor man den Prozess dann wirklich in die Praxis gehen lässt, dann vielleicht nochmal ein Rollenspiel machen, um auch zu schauen, ob das Laufzeitverhalten des Prozesses in der Praxis so funktionieren wird. Das kann man Werkzeuge unterstützen. Normalerweise ist es dann schon eine modifizierte Version einer sogenannten Workflow Engine, wo also der Prozess wirklich zur Ausführung kommt und die Leute in einem Workshop-Setting, so wie man es da herunten auf diesem Foto sieht, in verteilten Rollen, die festgelegt sind, den Prozess durchspielen, das aber auch gleich immer diskutieren können. Bei Optimierung habe ich vorher schon erwähnt, das sind im Wesentlichen Simulationswerkzeuge, die da zugrunde gelegt werden. Dazu braucht man relativ viel Erfahrung, solche Simulationen auch zu konfigurieren, weil es dort auch darum geht, die korrekten mathematischen Modelle für Entscheidungen zum Beispiel zu hinterlegen. Wenn es also zum Beispiel Entscheidungen in einem Prozess gibt, ob ein Prozess den einen Pfad oder den anderen Pfad weitergeht, dann muss man da entweder auf Basis historischer Daten oder auf Basis von Vermutungen, von Schätzungen die korrekte Verteilung einstellen, sodass auch realistisch der eine Pfad zu einem gewissen Anteil aktiviert wird und realistisch zu einem anderen Anteil der andere Pfad aktiviert wird. Es wird nicht immer realistisch sein, dass sich das 50-50 aufteilt. Es wird vielleicht eher realistisch sein, dass wir 80-20 Verteilung haben. Das muss hinterlegt werden. Genauso die Prozesshäufigkeit braucht aber eine Häufigkeitsverteilung, eine statistische, die vielleicht auch wiederum, wir erinnern uns vielleicht an das Bankenbeispiel von vorhin,
die auch nicht statisch bleibt, sondern abhängig vom Wochentag oder von der Tageszeit unterschiedlich stark ausgelastet wird. Nur dann wird eine Simulation sinnvoll sein, weil nur dann können wir Ressourcen, Auslastungen und Überlastungen identifizieren. Unabhängig davon kann man formal Simulationen machen, formal Prüfungen machen, formale Validierung machen, die zum Beispiel sowas wie Deadlocks erkennt, die man dann vermeiden kann. Das ist aber im Kern dann eigentlich keine Optimierung, sondern wird noch zur Validierung gehören. Unter Optimierung verstehen wir tatsächlich anhand beobachteter Engpässe aus dem Prozesscontrolling oder anhand von Simulationen den Prozess zu verbessern. Kann auch anhand von Prozessanalysen geschehen, von manuellen, wenn man eben herausfindet, haben wir vorher schon mal in einem Beispiel gehabt, wenn man herausfindet, dass in einem Prozess zwei Aktivitäten aufeinander folgen, die nichts miteinander zu tun haben, dann könnte man die vielleicht parallelisieren. Auch das wird schon unter Optimierung fallen. Das ist also eine grundlegende Optimierungsmöglichkeit für die fortgeschrittenen Techniken, wo es dann auch wirklich um die organisationale Verankerung geht, braucht man tatsächlich IT-gestützte Simulationswerkzeuge.